Johannes Burg, lächelnd posieren Kantal Bayer, 24, und ihr Lebensgefährte während einer Safari in Südafrika vor zwei Nashörnern. Abenteuer hautnah. Zuna, wenige Sekunden nach dieser Aufnahme rammt eines der Tiersanhorn in den Rücken der jungen Frau aus Johannesburg. Wie die südafrikanische Zeitung, Bild, berichtet, sind die beiden Touristen von ihrem Safariführer aufgefordert worden, das Auto für ein Foto mit den Nashörnern zu verlassen. Für das perfekte Bild soll er die gefährlichen Tiere sogar noch mit Futter angelockt haben. Das Nashorn durchbohrt den Oberkörper von Kantal Bayer. Mit einem Lungenkollaps und gebrochenen Rippen kommt die Wirtschaftsstudentin auf die Intensivstation eines nahegelegenen Krankenhauses. Ihr Zustand soll laut der Tageszeitung, Daily Mail, stabil sein. Das südafrikanische Ferienresort, Aluritka Hotel and Naturreserve, wo das Unglück sich ereignete, wirbt auf seiner Website damit, den Gästen Nashörnern aus nächster Nähe zu zeigen.